Willkommen bei den German Trans Boys am Freitag mit mir, Matthew. Das Thema dieser Woche ist, wie war es bei euch in der Kindheit? Gab es da Transsexualität oder hat es eine Rolle gespielt oder nicht? Bei mir hat das Thema Transsexualität in der Kindheit nie eine Rolle gespielt, weil ich selbst den Begriff nicht kannte oder zumindest damit nichts anfangen konnte. Ich habe mich als Kind nie den Mädchen zugehörig gefühlt. Immer wenn wir eingeteilt wurden, sind die Mädchen gehen nach links, die Jungs gehen nach rechts, bin ich zu den Jungs rüber, weil es mir peinlich war, zu den Mädchen zu gehen. Und ich dachte mir, wenn ich mich zu den Mädchen rüberstelle, dann schauen mich alle komisch an. War aber dann eher nicht der Fall. Die haben mich alle nicht komisch angeschaut, weil ich zu den Jungs rüber bin. Und alle wussten, dass ich ein Mädchen bin wegen meinem Namen und so. Ja, Mädchen bin, ihr wisst, wie ich es meine, ne? Damals halt so als Kind wird man dann so wahrgenommen, wie man halt geboren ist und wie man heißt. Ich habe mich ja nie dem Mädchen zugehörig gefühlt, noch nie. Ich habe weder mit Mädchensachen gespielt, noch habe ich mit Mädchen gespielt. Ich habe immer nur männliche Freunde gehabt früher und habe mich da immer gesträubt dagegen. Ich habe mich auch nie wohlgefühlt, wenn man mich als Mädchen bezeichnet hat. Damals, als ich dann 4 war, ist mein Vater abgehauen nach Amerika und meine Schwester ist geboren im gleichen Jahr. Und ich habe meine Schwester am Anfang überhaupt nicht leiden können, weil ich einfach, oder ich war die ganze Zeit abneigend zu ihr, weil man mich die ganze Zeit große Schwester genannt hat und dann dauernd herkam, hey, du bist jetzt die große Schwester von der Melli und da, wie fühlt es sich an, die große Schwester zu sein? Und ich konnte halt diese Schwester nicht mehr hören und es hat mich so fertig gemacht irgendwie, dass ich den ganzen Hass, die Wut und das mit meinem Vater alles einfach auf meine Schwester gelenkt habe, mich da komisch und unwohl gefühlt habe. Dann in der Grundschule war das nicht viel anders. Ich habe mich immer zu den Jungs gesetzt oder wollte immer bei den Jungs sitzen. Hab oft und immer wieder von meiner Familie und von meinen Lehrern und allen möglichen anderen Leuten zu hören bekommen, du bist ein Mädchen, benehm dich auch so. Und dass so ein Verhalten nicht schön für Mädchen ist. Oh, mach die Beine zu, wenn du sitzt immer so breitbeinig da und alles Mögliche einfach. Und ja, war blöd. Später auch in der 3. und 4. Klasse gab es immer wieder Streit mit anderen, weil ich an den Mädchentisch gesetzt wurde von der Lehrerin aus. Und zwar zu einer, die mich damals gemobbt hat, wegen meiner Art, wie ich damals war. Und die hat gesagt, man muss euch zusammensetzen, damit ihr euch zu schätzen lernt, damit ihr beide euch vertragt. Es war dann die ganze Zeit so, dass sie da auch mein Federmäppchen runtergeworfen hat, während die Lehrerin irgendwas an die Tafel geschrieben hat. Und ich dann immer für den Lärm angemutzt worden bin von der Lehrerin, dass ich den ganzen Unterricht störe, dass ich das Klassenklima wirklich sehr, sehr, sehr störe und dass ich scheiße bin im Prinzip. Ich habe mich auch in Sport immer wieder geweigert, mich umzuziehen. Das war mir sehr unangenehm. Ich habe mich dann zu Hause umgezogen in der Früh, kam direkt mit Sportsachen, habe die auch den ganzen Tag angelassen und so. Und vom Privatleben her, mit meinen ganzen Spielsachen war ich schon immer männlich angehaucht, männlicher, sage ich jetzt mal, also dieses Klischee männlich. Ich habe mit Hot Wheels gespielt, mit Dinosauriern und im Matsch. Ich war viel außen im Wald. Das sind halt die Sachen, die so die normalen Leute als eher männlich einstufen würden. Klar, Spielzeuge haben kein Geschlecht. Es ist nicht klar definiert, was zu ihm gehört, aber ich habe mich halt nie so mit Mädchensachen identifiziert. Also ich habe weder mit Puppen damals gespielt, noch mit irgendwelchen anderen Sachen. Wenn wir Rollenspiele gespielt hatten im Kindergarten, Mutter, Vater, Kind oder so, war ich immer der Bruder, der Onkel oder der Vater oder das Haustier. Ansonsten, ich habe angefangen Videospiele zu spielen, als ich im Kindergarten war, mit dem Nintendo 64 und dem Gameboy damals. Und ich habe da auch immer nur männliche Charaktere gespielt, immer weibliche Charaktere spielen musste, hat mir das Spiel überhaupt nicht gefallen. Oder ich habe es an der Stelle nicht weitergespielt, weil ich mich mit den weiblichen Charakteren nicht identifizieren konnte und so keinen Spaß am Spiel hatte. Und das hat sich mein ganzes Leben lang schon so durchgezogen. Ich mag männliche Sänger viel mehr als weibliche. Ich mag männliche Schauspieler mehr als weibliche. Ich kann mit weiblichen Personen nicht so viel anfangen wie männlichen, habe ich das Gefühl. Also mit Freunden, klar, das ist kein Problem, ne? Aber jetzt mit irgendwelchen, sag ich jetzt mal, Stars-Charakteren oder so, kann ich mit den weiblichen Charakteren nie was anfangen, gar nicht. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, ganz, ganz wenige, aber
die sind dann auch oft nicht diese typischen Klischee-weiblichen Rollen, die dann oft hilflos sind oder dann zu übertrieben stark, um Leuten das Gegenteil zu beweisen. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Was stehen hier für Fragen? Ich habe nebenbei Facebook offen, wo wir unser Thema drinstehen haben. Da steht einmal, ob das Thema Transsexualität eine Rolle gespielt hat. Wie gesagt, nein, den Begriff kannte ich nicht. Ich habe den erst später kennengelernt. Wie habt ihr euch verhalten? Wie habt ihr euch wahrgenommen? Habt mich immer als Mädchen wahrgenommen, wegen meinen langen Haaren damals und der Kleidung, die ich tragen musste. Ich habe mich dann aber auch gewehrt dagegen, weil ich mich immer unwohl gefühlt habe und auch nie glücklich war, auch nicht auf Bildern, wenn ich irgendwas Weibliches anhatte. Da habe ich auch ein paar Bilder. Vielleicht füge ich das ein oder andere Bild jetzt hier ein. Mal schauen. Gab es Anzeichen, die verraten haben, dass ihr ein männliches Leben führen wollt und kein weibliches? Ja, genügend. Ich habe damals schon immer gesagt, dass ich ein Junge bin und kein Mädchen. Und dann gab es immer oft Streit wegen meinem Namen. Und dann haben die Kinder immer gesagt, nein, du heißt auch so und so, du bist gar kein Junge, du bist ein Mädchen. Und warum sagst du das? Du bist ein Lügner und lauter so Zeug. Gab es Unterstützung oder musstet ihr den Weg bis heute alleine gehen? Damals gab es insofern bezüglich Transsexualität keine Unterstützung, weil ich ungeoutet war und meine Mutter das nicht wusste. Und sich auch so ein bisschen dagegen gesträubt hat, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Unterstützung gab es damals keine, außer dass ich irgendwann mal neutralere Kleidung anziehen durfte und es auch durchgezogen habe, dass ich dann Pullis angezogen habe, die nicht nur rosa mit Herzchen drauf waren, sondern mit so Graffiti und so, also mehr Jungs-Pullis. Und mehr Unterstützung gab es dahin nicht. Ich durfte meine Haare nie kurz schneiden, ich hatte keinen neuen Namen oder Spitznamen bekommen, der irgendwie Richtung männlich ging, gar nichts dergleichen. Ich habe immer wieder nur gehört, ja, du bist ein Mädchen, benehm dich auch wie eins. Oder wenn wir mal Streit mit meiner Mutter hatten, oder wenn ich Streit mit meiner Mutter hatte eher, gab es dann auch öfter Probleme, dass sie dann immer wieder abfällig gesagt hat, ja, willst du wohl ein Junge sein oder was ist los mit dir? Und ich habe mich halt deswegen nie getraut, mich zu outen, weil halt immer dieses Abfällige da war, willst du ein Junge sein oder was ist los? Und das kam immer in so ungünstigen Momenten, dass ich halt wirklich immer abfällig darüber gedacht habe und mich selbst immer mehr gehasst habe. Und es war ganz, ganz, ganz unangenehm in meiner Kindheit. Das waren die Fragen, die jetzt hier soweit standen. Mehr fällt mir jetzt auch gerade spontan nicht ein. Und vielleicht war es bei dem einen oder anderen von euch ein bisschen ähnlich. Vielleicht konnte ich euch da so ein bisschen einen Einblick in irgendwas geben, wovon ich gerade selbst nicht so genau weiß, was ich jetzt gerade meine. ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, reingehauen, ciao.